Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Askeramscheid. Mein Name ist Harun, hinter der Kamera ist der liebe Marlon. Hallöchen. Es gibt so einiges Neues, es gibt so viele Informationen, die wir nicht verarbeiten können, deswegen ein bisschen sprechen müssen. Bevor das Video hier beginnt, würde ich euch raten, langsam mal zu abonnieren und können eigentlich auf ein, zwei Sachen eingehen. Ja, da können wir offen drüber reden, denn wir haben ein neues Fahrzeug im Bestand. Im Übrigen ist der S580 verkauft. Der Brabus, den kennt ihr ja bereits. Oh. Wenn das Ding sauber hier steht, sieht es schon wieder ganz anders aus. Oder Marlon? Das sieht schon. Also das Auto ist schon ein Brett, muss man wirklich sagen. Also das Auto war bei Mercedes, weil die wegen den Türgriffen. Schau das bitte mal an. Siehst du diese Kratzer hier? Jetzt haben wir deinen Film. Siehst du das? Mhm. Und das sind tiefe Kratzer. Also du musst dir vorstellen, das Auto zerstört sich selbst. Die sich selbst zerstört haben, haben die jetzt auf Garantie neu gemacht. Und also die Leute haben schon mal gesagt, ey, was ist das für ein Geschoss, ne? Ja, ist schon so krass. So ein paar Kleinigkeiten, eigentlich ist ja gar nicht so viel. Nee, aber es macht aber halt viel es aus. Es macht halt unglaublich viel aus. So, ja, kommen wir mal zum Sahnestück hier, ne? Ja, der Escalade ist Gott sei Dank verkauft. Auch eine richtig wilde Geschichte. Escalade ist ein Teamfahrzeug bei der Veranstaltung Gumball. S-A-G-E, who would like to know? B-5-4-5, large, me and you through. West side, baby, do what you do. And you got to tell what that shit do. It's pretty new, nah, that's the way that I grow. Ach, krass. Gumball 3000. Da wird das Auto so ein Teamfahrzeug. Und hier wird foliert und so. Da kommen auch unsere Werbung drauf. Geil. Cool. Ja. Der Gumball ist geil. Gumball ist echt in Deutschland geil. Ja verboten. Ja. Die dürfen ja nicht mit rüberfahren. Aber es ist eine krasse Veranstaltung, sehr teuer. Ne? Startgeld kostet mehr als das Auto. Überleg mal. Ja, das ist heftig. So, wir haben ein neues Kfz. Ein G63 AMG. Sehr, sehr schönes Ding. Wunderschöne Farbe. Ja. Der hatte andere Felgen gehabt, der hatte diese Monoblock-Felgen drauf gehabt, original von Mercedes. Das gute Stück wird ein Brabus G800. Jetzt im Ernst? Ja. Nur Motortuning oder auch Exterieur? Nein, Exterieur komplett. Exterieur mit Motorumbau. Also mit Upgrade-Lader und hast du nicht gesehen. Alter. Er wird zu einem Mann gekürt. Allen Carbon-Specs, alles. Komplett. Und da freue ich mich drauf. Ja, das sieht man dir an. Na? Wir haben wieder ein Auto im Pedo. Was denn? Ja, gibt's auch eine wilde Story dazu. Unfallfrei gekauft, hat sich herausgestellt, dass es ein Unfall ist. Ne. Was denn für ein Fahrzeug? Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Hier wieder die schöne Mercedes-Ecke. Ja, die Mercedes-Ecke, die kennt man ja schon, ne? Ja. Also mittlerweile auch ein paar weniger geworden, Gott sei Dank. Hör mal. Ja. M2. Ja. Competition. Special Content Edition. Unser M2 hat unglaublich viel Resonanz bekommen. Ja. Nicht nur von YouTube, sondern auf dem freien Markt.
Wir haben unglaublich viele Kunden dafür. Ja. So, das gute Ding vom Collier ist mittlerweile verkauft, auch von Collier selber. Wir müssen jetzt nur in die Werkstatt bringen, Flüssigkeiten prüfen. Das würden wir jetzt auch machen. Das Auto wird nämlich morgen oder am Samstag abgeholt. Das ist echt brutal, das Teil. Das Ding ist echt brutal. Also, sie ist auch unglaublich oder unfassbar laut. Wir können ja mal ein paar Szenen aus dem Video einblenden. Kannst du auch machen. Ja, ansonsten ist alles irgendwie beim Alten geblieben, bisschen, ne? Ja, ein paar neue Autos sind wiedergekommen, aber wie gesagt, wir haben heute alleine 20 Autos, neue Autos bekommen. Und das ist schon ein Haufen. Da würde ich sagen, Marlon, ja? Machen wir mal hier die Kennzeichen drauf. Jawohl. Und dann fahren wir nämlich in die Werkstatt und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Super, dann bis gleich. Das ist ja mal. Also der AMG GTR hat echt lange gebraucht, bis der verkauft war. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, der Preis war zu hoch inseriert. Das war auch mit Absicht irgendwo. Mhm. Wie gesagt, ich hatte selber keinen Einfluss darauf. Und wir haben den deutlich drunter verkauft. Es musste so sein. Wie gesagt, Auto ist wunderschön. Schon echt mega, ne? Also Leute, hört mal, ich hoffe, das kann man hören. Klappen, wenn wir die aufmachen. Ah, ist schon eine andere Hausnummer, ne? Also so ein Auto, ich weiß nicht, mit den Sitzen, mit der Farbkombination, ob man so ein Ding wieder noch mal so bekommt. Ja. Wie gesagt, wir fahren jetzt in die Werkstatt und prüfen das Ganze mal, Flüssigkeiten, bevor wir das Auto ausliefern. Und ja, dann fahren wir wieder zurück und dann zeigen wir den ganzen Kram nochmal drin. Ne? Perfekt. Wir haben ja noch was Schönes in der Halle stehen. Oh ja. Oh ja. Ah. So. So, wir sind jetzt erstmal durch. Mit dem GTA, den fahren wir jetzt wieder in die Firma. Ja. Alles so super. Ja, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ah, oh Mann, ey, mich nervt das gerade echt sehr. Und was passiert? Unser BMW M2, von dem wir gerade geredet haben, ja, hat jetzt der liebe Kollege kurz vorgefahren. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wie das geht. Der hat die Lippe kaputt gemacht. Nein. Die Frontlippe, die Carbonlippe? Die Carbonlippe, ja. Das nervt mich gerade extrem, weil gleich kommt eigentlich ein Kunde. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das jetzt fixen können. Naja, alles gut. Wie gesagt, wir sind gleich wieder in der Firma. Wenn meine Laune wieder gut ist, dann können wir vernünftig hier mal ein Video echt drehen. Okay, machen wir. Na? Dann bis gleich. Jo. Dieser Alltag holt mich immer wieder ein. Ne? Und das ist übrigens die Frau Robra. Sie ist bei uns am Counter sehr fleißig immer. Ja. Und schaut sich die schönen Dinge an. Hallo, hi. Das ist der Hüseyin Pelikan. Ja, der Tim und der Hüseyin. Tim, das, hi. Ja, Tim, hallo, du bist immer hübscher, ne? Ja, hallo. Tim, sag mal bitte. Oh yeah. Sag mal bitte zu dem Auto hier was. Tim, was soll ich mal zu sagen? Du Hübschling. Sag mal ehrlich. Das ist ein ganz neuer Film, den wir leben. Ganz neuer Film, ne? Ganz neuer Film. Also, wir haben ein neues Kfz im Stall. Sehr penetrant, der Anrufer. Absolut penetrant. Mhm. Also, ja, schon Next Level. Ein Rolls-Royce, ein Down. Von welchem Jahr ist der nochmal? 2019. 2019 mitgelaufen? 7000 Kilometer. Boah. So, darf ich vorstellen, das ist die Emily. Hallo Emily. Hi.
Ja, und wie gesagt, wie der Tim schon gesagt hat, ein anderer Film. Anderer Film. Wir haben hier Mansory Feng. Ja. 22 Zoll, Vorderachse, Hinterachse. 22 Zoll. Ja, und die Tür ist natürlich... Das ist schon... Wieder. Das ist schon... ne? Ganz anders, ne? Also... Also, ich sehe mich mal gar nicht in dem Auto, ne? Nicht? Nein. Hör mal. Ich sehe mich nicht in dem Auto. Nee. Der hat halt zu wenig Sound für dich. Was sagst du dazu? Ja, wir machen dafür. Wir machen zu dem Auto ein eigenständiges Video. Ja, das definitiv. Ja. Allein wegen den Regenschirmen in den Türen. So sieht's aus. Ja, die beiden tun sich echt. Die sehen echt anders aus, ne? Beide Autos. Mhm. Das eine ist bombastisch, das andere ist unser Sorgenkind. Das Sorgenkind möchte nicht verkauft werden. Was ist denn los hier mit dem kleinen Sorgenkind? Zu dem Sorgenkind habe ich jetzt was Neues, Marlon. Ja. Nämlich, dass ich den wahrscheinlich wieder anmelden werde. Echt? Und das Sorgenkind wird gefahren. Geil. Also, wir haben ja extrem Brand an dem Auto. Ja. Und, also was heißt Brand? Ist alles gut. Einfach nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Es ist nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja. Na, also wirtschaftlich ist beides Katastrophe gerade. Das Auto zu verkaufen ist Katastrophe. Nicht zu verkaufen ist eine Katastrophe. Also, jetzt kommt es darauf an, was jetzt als nächstes einfach passiert. Komm mal her. Und zwar der liebe Kollege, also wo wir jetzt gerade mit dem GT hier waren. Wir haben ja in dem Video jetzt erzählt, dass wir die Lippe leider kaputt gemacht haben. Mhm. Ja, der liebe Kollege hat die Lippe beschädigt. Die schöne Lippe ist somit hinüber. Aber ich persönlich würde die jetzt nicht tauschen. Da habe ich jetzt auch zu meinem Kunden, der für das Auto interessiert war, habe ich gesagt, du, pass auf, nimm das Ding so. Ich komme dir ein bisschen vom Preis runter. Einfach mal drauf lassen, weil das Ding hat keine Beschädigung bisher jetzt gehabt. Ja. Und das Ding wird so oft aufsetzen. Also da wird er sowieso in nächster Zeit eine andere Lippe brauchen. Richtig. So, das gute Stück, Fuchs RS MK2. Geil. Absolut legendäres Auto. 5-Zylinder. Das Ding hat ein Display des Todes. Das wunderschönes Auto. Historiemäßig ist auch super. Das Ding ist aus zweiter Hand. Hat OZ-Felgen drauf. Allgemein sehr, sehr schönes Auto. Ziemlich dreckig geworden jetzt, dadurch, dass er steht. Ja. Auch ganz komisch. Die letzten Male haben wir so krass verkauft, so dass ich jetzt zu meinem Schuss gekommen bin, die OZ-Felgen rauszunehmen wahrscheinlich und Originalräder drauf zu packen. Ja, okay. Na, vielleicht bringt das was. So, die ganzen E-Klassen haben wir fast alle verkauft, vollständig, Gott sei Dank. Ne? CLAs laufen auch eigentlich ganz relativ gut. TTs sind, ich weiß nicht, was mit den TTs los ist. Aber TTs werden ja auch jetzt nicht mehr gebaut, ne? Ja, aber trotzdem, also ein Riesendrang ist er jetzt nicht. Ne? Also nee. Wir haben jetzt wirklich die letzten 6 Monate, 8 Monate haben wir echt keine gute Erfahrung mit TTs gemacht. Krass. Ja, heutzutage geht so ein Kia Proceed GT ziemlich gut weg. Hier haben wir einen mit Bastuk-Abgasanlage, wunderschönes Ding in Weiß. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hauen jetzt mal rein. Wir haben echt noch sehr, sehr viel zu tun. Der Maler muss jetzt auch abhauen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Schönen Abend, lasst euch gut gehen, euer Harun, bis zum nächsten Video. Tschüssi. Ciao.